sitzende Kata vom Seitejaido im Stehen für die, die Knieprobleme haben. Schwert greifen, sichern, linken Fuß 90 Grad drehen und Blick ist jetzt nach dort, Gegner ist dort im Bewusstsein. Hand wieder lösen. Gleichzeitig Gegner anschauen, Schwert greifen. Fuß diagonal etwas nach links setzen, Schwert diagonal ziehen, rechten Fuß 90 Grad in den linken stellen, etwas im Knie bleiben, Ukinayashi machen, Druck nach oben, Druck nach unten, beide Hände drücken. Wir schauen nach dort, dort ist der Gegner, sein Schwert ist hier, ja, ungefähr hier. Sein Schwert ist abgeglitten, im selben Moment drehen wir das Schwert, greifen, schneiden und gehen mit dem linken Fuß nach hinten. Linker und rechter Fuß müssen parallel sein und von vorne her in einer Linie. Da kam der Gegner, eine Linie, diagonal dorthin. Schwert ist mit der Zucker vor dem Bauchnabel, eine Faust weit entfernt, leicht schräg. Jetzt kommt das Chibori. Schwert nach links drehen, nach rechts schleudern, ablegen auf dem Knie. Die rechte Hand öffnet dabei. Umdrehen. Saya greifen. Blick ist nach unten. Drei Atemzüge. Dann Nutto. Rechte Hand tut nichts. Außer Reihen schieben, zwei Drittel, dann stellt beim letzten Drittel die linke Hand senkrecht, das Schwert, wir sichern. Wir schauen diagonal, das Schwert schaut nach vorne, weil es ja vor dem Bauchnabel ist. Aufstehen, Füße diagonal dorthin, Gegner kam von dort und Schwert ist dorthin gerichtet. Rechte Hand lösen, Kopf immer aufrecht. Nach links gehen, Blick wieder nach vorne richten, linke Hand an die Seite.